Herzlich willkommen zum Spielbericht der Partie FC Real Kreuth gegen den SV Helfendorf. Als Favorit geht heute ganz klar Kreuth ins Spiel. Sie stehen vor dem Spiel mit 11 Punkten auf Platz 6 in der Tabelle, sind aber die einzige Mannschaft in der Kreisklasse 2 ohne Niederlage. Helfendorf dagegen ist auf Platz 9 mit 5 Punkten weniger. Die Partie läuft. Kreuth spielt in Weiß von rechts nach links und macht von Anfang an Druck. Erste Torchance der Partie für Kreuth. Doch Helfendorf versteckt sich nicht und gibt auch Kontra. Die Partie verläuft am Anfang recht ausgeglichen. Hier jetzt ein gefährlicher Weiterpass von Kreuth. Der Torwart rennt raus. Wer kommt zuerst an den Ball? Klares Foul und das im Strafraum. Folgerichtig zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Die Nummer 10 tritt zum Strafstoß an. Perfekt ins obere Eck. 1:0 jetzt der Spielstand. Die Hausherren gehen in Führung. Jetzt ist Kreuth oben auf und lauert auf den zweiten Treffer. Sie üben viel Druck auf den Gegner Helfendorf aus und zwingen sie zu Fehlern. Seit dem Elfmeter ist Kreuth klar die spielbestimmende Mannschaft. Es gelingt ihnen allerdings nicht, sich klare Chancen zu erarbeiten. Helfendorf verteidigt gut und greift wieder mit neuem Mut an. Ausgleich. Kreuth leistet sich einmal in der Partie defensiv eine Reihe an Fehlern, die Helfendorf bitter bestraft. 1:1 steht es also nun. Ob Helfendorf sich jetzt mehr traut, Kreuth ist gewarnt und drückt weiterhin auf den nächsten Treffer. Aber Helfendorf legt jetzt auch richtig los. Da beide Seiten ganz dringend das nächste Tor wollen, nimmt die Härte der Zweikämpfe zu. Aber auch die Abschlüsse werden häufiger. Beide Mannschaften hängen sich voll rein und spielen über weite Strecken auf Augenhöhe. Die erste Halbzeit ist nun fast vorbei, nur noch eine Minute zu spielen. Aber einen Eckstoß gibt es noch. Und da ist das Ding drin. Eine tolle Flanke. Helfendorf lässt den Stürmer vollkommen alleine stehen. Und der nimmt die Einladung mit einem klasse Kopfballtor an. Die ersten 45 Minuten sind vorüber. Es steht 2:1 für Kreuth. Beide Mannschaften investieren viel und fahren ein hohes Tempo im Spiel nach vorne. Unterm Strich war aber Kreuth etwas überlegener und hatte auch mehr Torchancen. Hälfte 2 läuft jetzt und bei Kreuth hat die Kabinenansprache wohl gesessen. Helfendorf verliert jeden Ball im Mittelfeld und Kreuth kommt ständig gefährlich nah vors Tor. Jetzt die Chance für Helfendorf zu kontern. Der Stürmer kommt nicht durch. Aber da steht noch einer. Völlig frei. Und Volley semmelt er den Ball zum 2:2 ins Netz. Ärgerlich für Kreuth. Sie machen das Spiel und der Gegner das Tor. Helfendorf ist wieder wach und kommt immer wieder durch Konter zu guten Chancen. Dieser Gegentreffer tat Kreuth offenbar weh. Im Moment kommen nur noch Chancen wie diese für sie heraus. Über lange Zeit spielt sich die Partie nur noch im Mittelfeld ab. Für einen Aufreger sorgt allerdings diese Situation. Der Helfendorfer Verteidiger ist gelb belastet und geht so in den Zweikampf. Riesenglück für ihn, dass der Schiedsrichter es nur bei einer Ermahnung belässt. Die Schlussphase läuft. Kreuth ist wieder wach geworden und dreht jetzt richtig auf. Ein Schuss jagt den nächsten. Aber der Ball will einfach nicht ins Tor. Zwei Tore hat Helfendorf ja schon in solchen Spielphasen geschossen. Klappt das auch ein drittes Mal? Die letzte Chance des Spiels gehört Helfendorf.
Damit endet die Partie mit 2:2. Jetzt haben wir noch Stimmen zum Spiel. Als erstes vom Trainer des SV Helfendorf. Ja, 2:2 geht das Spiel aus. Eigentlich war Kreuth der Favorit, noch ungeschlagen, weiterhin ungeschlagen. Wie bewerten Sie das Spiel? Naja gut, es ist auf alle Fälle eine der stärksten Mannschaften drin, auch die eine der kampfstärksten Mannschaften. Aber wenn man den Spielverlauf sieht, zum Schluss raus hätten wir das Spiel sogar noch gewinnen können, auch müssen. Wenn unser Spieler den Ball querlegt und wir sind zufrieden mit dem Punkt. Wenn wir vorher gewusst hätten, wir nehmen einen Punkt mit, wären wir sowieso zufrieden gewesen. Und von daher, glaube ich, geht das Ergebnis schon in Ordnung. Von Kreuther Seite gibt uns der Torschütze zum 1:0 noch sein Fazit. 2:2 ist das Spiel ausgegangen, du hast das erste Tor gemacht. Was dachtest du, nachdem ihr so früh schon in Führung gegangen seid, wie dieses Spiel noch läuft? Wir haben schon gedacht, dass es ein leichter Spiel wird, weil wir früh Tor gemacht haben, aber war leider nicht so und schon oft so bei uns passiert. Wir treffen das erste Mal und dann wird immer keine 3 Punkte, fast. Ihr seid ja wenigstens nach wie vor die einzige ungeschlagene Mannschaft in dieser Liga. Tröstet das einen nach so einem Spiel? Ja, aber trotzdem, das hilft uns nicht so viel. Und wenn wir da oben möchten bleiben, dann brauchen wir sie. Und was denkst du, war der ausschlaggebend dafür, dass es eben nur ein 2:2 und keine 3 Punkte waren? Ah, wir haben viele Chancen gehabt. Geht nicht um das. Wir waren schon ganz klar bessere Mannschaft, aber vielleicht hat Glück gefehlt. Danke.